Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute darf ich euch mal wieder ein Diamond Painting vorstellen. Ich habe zu Kooperationszwecken wieder ein Diamond Painting zugeschickt bekommen. Und zwar von der Firma Victoria's Moon. Allerdings ist es diesmal die US-amerikanische Seite, also victoriasmoon.com. Ich werde euch natürlich auch alles, was ihr wissen müsst, dazu unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann mal schauen. Unter anderem gibt es natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. Aber ne, findet ihr dann alles unten in der Infobox. Und ja, die haben mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich auch diesen Shop vorstellen möchte, weil das letzte Mal hatte ich von Victoria's Moon ein Diamond Painting bekommen von der UK-Seite und diesmal halt eben von der US-Seite. Und ja, die Shops sind ein bisschen unterschiedlich, könnt ihr einfach mal reinschauen, die haben etwas andere Auswahl. Und ja, ich durfte mir da was aussuchen, allerdings muss ich dazu sagen, dass die Seite für YouTuber eine Vorauswahl getroffen hatte an Diamond Paintings. Also die haben mir jetzt quasi, ich sag mal, 20 Stück oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber die hatten mir halt eben einen Link geschickt, wo dann 20 oder 30 Diamond Paintings drauf waren, die zur Auswahl stehen, extra für YouTuber. Und davon durfte ich mir dann eins aussuchen und das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Aber ich habe dann doch letztendlich eins gefunden, was sehr gut, finde ich, auch zu meinen anderen Diamond Paintings passt, weil ich finde, es muss halt auch immer so ein bisschen zusammenpassen, wenn man die zusammen aufhängen will. Und ja, jetzt höre ich mal auf, lang zu schwafeln. Ihr seht es schon, hier ist die Box wieder. Das kommt in so einer schönen Box wieder, wie eigentlich die anderen auch, die ich bisher alle habe. Also das heißt aufgerollt. Hier steht auch wieder drauf, ne? DIY 5D Diamond Painting. Da ist wahrscheinlich auch wieder alles dabei, hoffe ich doch. Werde ich euch gleich zeigen. Und ja, es ist eigentlich wie immer. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Ich habe allerdings nur mal reingelunzt, aber ich habe es noch nicht rausgeholt, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt raushole, kriege ich das da so nie wieder rein. Deswegen habe ich es erstmal drin gelassen und wollte es euch gleich zeigen. Und es ist auch diesmal etwas kleiner, weil ich... oh, da ist ja auch noch was dabei. Wie schön. Zeige ich euch gleich. Ja, weil ich schon so viele große Diamond Paintings habe und ich auch dringend mal wieder weitermachen müsste. Ich komme irgendwie im Moment zu gar nichts. Aber ja, ich freue mich so mega. Jetzt ist ja auch die Adventszeit und ich habe bald Urlaub zwischen den Jahren. Und ich freue mich schon mega drauf. Da werde ich definitiv mal wieder ein bisschen weitermachen. Und ja, also ihr bekommt, wenn ihr dort bestellt, wie ihr seht, ein Diamond Painting auf Leinwand. Ich zeige es euch dann gleich. Hier sind die Steinchen. Und hier ist ein Zettel. Da können wir gleich mal zusammen gucken, ob alle Steinchen da sind. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht gemacht. Aber bis jetzt habe ich auch nichts vermisst. So, dann bekommt ihr hier die Leinwand. Hier steht die Größe. 30x45 habe ich mir ausgesucht. Und hier sind natürlich wieder die Symbole und die Nummern dazu. Ne? Ist klar. Kennt ihr bestimmt alle schon. Ich sage es euch auch mal dazu. Ich habe ein Video gemacht, How to Diamond Painting, wie auch immer. Also ein wie mache ich ein Diamond Painting? Ich kann euch das mal hier oben auf dem i verlinken. Für die, die halt noch nicht wissen, was ein Diamond Painting ist, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern ich will euch das einfach nur zeigen. Und hier kann man schon das Bild erkennen, leicht erahnen. Das ist ein bisschen unscharf hier klein. Vielleicht kann man es schon erraten. Und zwar habe ich mir die Disney-Prinzessinnen ausgesucht. Und ich fand es so schön. Moment, ich muss mal gucken, wo ich die Folie abziehe. Am besten, ich will die eigentlich gar nicht schon komplett abziehen. Aber ja, um es euch mal zu zeigen. So sieht es dann aus, ne? Und da erkennt man auch schon, naja, was heißt erkennen? Aber es ist auf jeden Fall Aurora, also Dornröschen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und hier ist Belle, die nächste. Ja, es kommt noch. Da ist Belle. Ja doch, ich glaube, man kann es ganz gut erahnen. Hier Aurora mit ihrem Kleid. Und hier unten sitzt dann als nächstes Schneewittchen. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, würde ich sagen. Ja, genau. Und hier sitzt, glaube ich, ein Reh oder sowas war das gewesen.
ich weiß nicht, ob es Bambi war oder was. Ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich mache mal die Folie wieder drauf, weil ich will nicht, dass da irgendwie Fussel drauf kommen oder so. Ja, und ihr seht, ich zeige es euch nochmal hier, das Bild. Ich weiß, man kann es nicht so gut erkennen, aber ich werde euch da auch wieder ein bisschen mitnehmen. Ich mache es nochmal von der anderen Seite ab. Ich werde euch da auch wieder ein bisschen mitnehmen, wenn es dann soweit ist. Hier muss man aufpassen, nicht die Klebefolie mit abziehen. Die hing nämlich jetzt eben noch da dran. So, jetzt. Genau, ich werde euch da wieder mitnehmen, so ein bisschen. Vielleicht auch mal wieder im Livestream. Da könnt ihr mir ja auch gerne mal im Kommentar schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Auf mal wieder Diamond Painting im Livestream. Hier ist auch die Folie so ein bisschen. Nein, jetzt ist gar nicht da. Jetzt mal aufpassen, die muss man wieder festmachen. So, und hier auf der Seite geht es dann so weiter. Das müsste Ariel sein. Wobei, ich bin mir irgendwie unsicher, aber das müsste Ariel sein. Ich kann es echt gerade nicht sagen. Ist aber auch egal, weil ihr werdet sehen, hier ist, glaube ich, Cinderella. Hier unten kann man ganz gut erkennen, glaube ich. Hier, ne, mit ihrem Kleid. Und hier ist, glaube ich, die Kutsche. Und ja, da ist Ariel in ihrem rosa Brautkleid. Genau, in diesem rosa Kleid. Und tja, jetzt ist die Frage, wer war das hier neben? Das kann man gar nicht wirklich erkennen, ne? Tja, wer war das? Ich kann es euch echt nicht sagen. Aber das macht nichts, weil wir werden das zusammen dann machen. Ich kann es echt nicht mehr erkennen. Vielleicht ist es Jasmin. Es könnte sein, Jasmin auf dem Teppich, glaube ich, oder so. Genau, da ist die Wunderlampe. Könnte Jasmin sein. Sollte sie Rätselraten angesagt. Ja, jedenfalls sind sie Disney-Prinzessin und ich finde es sehr, sehr schön. Die Qualität ist auch oder scheint ganz gut zu sein. Es ist zwar so ein bisschen verwackelt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Man sieht es trotzdem. Da sind wieder mal Zeichen drauf, die ich noch nie gesehen habe. Finde ich auch immer wieder interessant. Hier könnte es ein bisschen schwierig werden, glaube ich, so vom Muster her. Aber ich habe ja ein Lightpad, was ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, euch ein Lightpad dazu zu holen, weil die gab es ja beim Action, habe ich mir auch eins gekauft, weil ich fand es einfach, ich finde das super. Es gibt nichts Besseres, als ein Diamond Painting mit Lightpad zu machen. Kann ich wirklich nur 100-mal empfehlen. Genau, und ich lege das jetzt gerade mal hier aus dem Bild und würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir hier noch so haben. Ich lege das mal gerade um. Da machen wir jetzt mal, nee, das ist zu lang, macht nichts, so. Mal hier hin. Jetzt rutscht schon der ganze Müll wieder ins Bild. So, und hier sind jetzt die Steinchen. Ich habe mich für eckige Steinchen entschieden. Wieder mal. Moment. Denn ich muss sagen, nach anfänglichem Hass finde ich die eckigen Steinchen bisher, also jetzt mittlerweile, weitaus schöner. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. So, und hier ist das Kit dabei. Das ist auch mal richtig cool. Sowas habe ich auch noch gar nicht. Ach, ich freue mich. So, Moment. Da geht's auch. Also das ist an Zubehör dabei. Das braucht ihr natürlich. Einmal hier wieder so eine Schale. Ist klar, ne? Mit der, wo ihr die Steinchen reinmacht. Dann ist hier wieder Klebefolie dabei, falls man Stellen hat auf der Leinwand, die nicht kleben sollten, kann man das benutzen. Dann ist hier natürlich wieder der, ja, Kleber, Wachs, wie auch immer, für, ne, zum reinen Wortfindungsstörung, zum Aufnehmen der Steinchen, ihr wisst schon, ansonsten guckt in mein Video, was ich da verlinkt hatte vorhin. Dann ist hier der Stift und das finde ich auch mal richtig cool, dass der hier so... ja, so Schaumstoff dran hat, das habe ich auch noch nicht. Das fühlt sich sehr bequem an. Und der Stift ist auch sehr schön, der ist weiß und glitzert. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, ne? Der glitzert. Finde ich auch sehr hübsch. Ich habe sonst immer nur diese Rosanen, die da immer dabei sind. Ja, und hier hinten ist auch ein Mehrfachsetzer. Wie nennt man das Teil, ne? Zum Reihen setzen. Genau, das ist auch dabei. Und eine Pinzette. Finde ich auch... Ups, sorry. Finde ich auch sehr cool. Mal so eine Spitze. Weil ich glaube, die letztes Mal, die ich hatte, die war gebogen. Ja, finde ich auch sehr cool. Auch manche setzen auch damit die Steinchen, aber das ist mir nichts. Ich nehme den Stift.
Aber die Pinzette kann man immer mal gebrauchen, um Steinchen wieder abzunehmen, die man falsch geklebt hat oder die einem draufgefallen sind oder. Genau, also das ist im Set mit dabei. Richtig cool. Freue ich mich mega. So, ich lege das mal zur Seite. Und dann war hier noch, das ist noch rausgefallen, hier ist noch so ein Tool dabei. Und ich weiß nicht so wirklich, okay, pass auf, da. Jetzt habe ich es komplett kaputt gerissen, macht aber nichts. Für was genau? Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und hier ist so ein Gummi. Ich denke mal, dass das auch für dich. Ich muss das mal ausprobieren, ob man damit gut die Steinchen aufnehmen kann. Wahrscheinlich. Das ist richtig, richtig cool. Also das macht man natürlich ab, ne? Ist logisch. Das finde ich sehr, sehr schön, muss ich echt mal sagen. Richtig cool. Ja, das ist so ein bisschen klebrig. Ach, das werde ich mal ausprobieren. Ihr hört, ne? Es klebt. Oh, macht sogar Punkte hier. Ja. Oh, das geht auch kaputt. Das ist gar kein Silikon. Das ist definitiv auch so Wachszeugs, das sich abnutzt. Zack, kaputt gemacht. Nein, Quatsch, aber ne? Das klebt auch. Das ist also quasi dieses Zeug in Stiftform. Finde ich ja auch mal richtig cool. Und man kann das auch wieder so ein bisschen zurechtdrücken, wie ihr seht. Ach ja, sehr cool. Und auf der anderen Seite ist ja so eine Spitze, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was man damit machen kann. Vielleicht hat jemand mal einen Tipp für mich, weil ich glaube nicht, also theoretisch könnte man dann natürlich auch Steinchen mit aufnehmen, aber das ist ganz schön schmal. Hat jemand eine Idee? Vielleicht könnt ihr mir mal, ja, in die Kommentare schreiben, wenn jemand weiß, für was das gedacht ist, diese Spitze. Richtig cool. Ich tue das mal hier wieder rein, weil sonst kleben da wahrscheinlich dann auch die ganzen Fusseln dran. Aber das ist echt cool, auch schön verpackt und so. Gefällt mir. Genau, und jetzt würde ich sagen, ich bräuchte mal einen Stift. Tja, Moment. Das ist immer so ein bisschen doof, ne? Wenn man hier... Ach, hier habe ich einen Bleistift, ist ja auch okay. Wenn hier so unvorbereitet hockt. So, und jetzt haken wir noch zusammen die Steinchen ab, gucken, ob alles da ist. Und dann, ja, habt ihr auch alles gesehen. Das ist auch eine wunderschöne Farbe, guckt mal hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig sehen könnt in der Kamera. Das ist so ein ganz dunkles Lila, so schon so eine Mischung zwischen Bordeauxrot und Aubergine. Sieht sehr dunkel aus in der Kamera, ne? Also, das ist Nummer 3. Ich finde es übrigens richtig cool, muss ich nochmal an der Stelle sagen. Moment, die 3 ist da. Wie mache ich denn das mal? Mache ich mal hier vorne und Haken hin. Dass die schon in diesen Zipperbeuteln sind, pro Nummer, dass man sich die einfach rausnehmen kann, die man braucht. Den Rest, Moment, ich zeige es euch nochmal. Ne, man kippt das einfach hier drauf, nimmt die, die man braucht, setzt die auf sein Diamond Painting und dann steckt man diesen Rüssel einfach hier wieder in die Tüte rein, kippt den Rest wieder rein und fertig ist es, ja. Und dann macht man es wieder zu und dann braucht man keine Dosen oder irgendwas, sondern kann einfach hier mitarbeiten. Das finde ich richtig gut. So, okay, ich nehme mir mal meinen Beutel. War das der? Ja, ich glaube. Hier ist die Nummer 3. Ich stelle mir den mal hier nebenhin, dann kann ich die nämlich reinwerfen. So, hier haben wir die Nummer 13. Ist auch da. Würde ich euch raten, ich habe das am Anfang auch nicht gemacht, aber ich würde euch raten, wenn ihr euch ein Diamond Painting bestellt, immer gleich nachzugucken, ob die Steinchen alle da sind, weil ansonsten muss man sich natürlich, bevor man anfängt, am besten direkt mit der Firma in Verbindung setzen und sagen, hey, mir fehlen die Steinchen Nummer so und so, was soll ich tun? Ich hatte das zum Glück bisher noch nie, also zumindest, dass ein ganzes Päckchen gefehlt hat von der Nummer und von daher, ja, muss man dann einfach mal schauen, ob man das dann einfach umtauscht wieder oder ob die einem die dann nachschicken können. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, weil ich das noch nie hatte, das Problem. So, die 15. Aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig, erstmal zu gucken, sind alle Farben dabei? Oh, die 1 ist auch eine sehr schöne Farbe. Das könnte ich mir vorstellen, könnten Ariels Haare sein. Zusammen mit dem vielleicht. Aber das könnten, glaube ich, ihre Haare sein. Genau, also das finde ich ist sehr wichtig und gut, wenn am Ende Steine fehlen,
muss man halt schauen, was man dann macht. Das kann man halt vorher nicht wissen. Hatte ich aber persönlich auch noch nie. Ich hatte immer zu viele Steinchen. Also bei mir ist es noch nie passiert, dass Steinchen gefehlt haben. Ja, aber in dem Fall halt einfach immer bei der Firma, wo man bestellt hat, melden. Und ich denke, die können einem dann da weiterhelfen. Der Support ist auch super nett bei Victoria's Moon, egal wo ich jetzt oder mit wem ich jetzt Kontakt hatte, ob das bei der UK-Seite oder bei der US-Seite war. Die sind alle super nett, also richtig, richtig nett. Und ja, helfen einem da immer bei Fragen. Von daher, ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein. Ich verlinke euch das, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Die sind auch sehr schön. Ich liebe rosa Steine. Die haben so ein ganz, ganz tolles, pastelliges Rosa. Ganz ehrlich, super schön. Gefällt mir richtig gut. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, den Shop. Wie gesagt, den Rabattcode. Es gibt für euch alle 10% Rabatt. Wer mag, schaut rein. Und wie immer, lasst mich gerne wissen, wenn ihr dort bestellt habt. Und welches ihr euch dann ausgesucht habt. Die haben halt so, so, so wahnsinnig viel Auswahl, dass man sich teilweise echt überhaupt nicht entscheiden kann. Das geht mir bei allen so. Egal bei welchem ich bisher geschaut habe. Die haben einfach wahnsinnig viel Auswahl. Ja, genau. Dann schaut da mal rein. Gerade jetzt, finde ich, ist die perfekte Jahreszeit für Diamond Paintings. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ich muss jetzt noch diese Woche relativ viel arbeiten. Das ist bei mir ja immer so. Die letzte Woche vor Weihnachten ist bei mir immer am meisten los. Und dann habe ich auch erstmal Urlaub zwischen den Jahren. Und ich freue mich schon mega drauf, da mal weiterzumachen bei den Diamond Paintings. Es wird nämlich echt mal wieder Zeit. So, haben wir es auch gleich. Ich habe auch noch ein Video gleich für euch. Also was heißt gleich? Es kommt noch. Ja, ich weiß nicht, ob es heute noch kommt, aber es kommt dann noch ein Video online. Setze 2. Auch eine sehr schöne Farbe. So ein Lachston. Ja, ein bisschen mehr rosa als Lachs. Ja, wie gesagt, schaut mal da vorbei. Und könnt mir ja mal sagen, was ihr gerade für Projekte so habt. Also ob ihr auch gerade ein Diamond Painting macht. Und wenn ja, welches? So, das war jetzt das letzte Rumdrehen. Das ist auch da. So, die 8. 12. Stimmt, Hautfarbe auch gewesen. Dann haben wir noch die 5. So, was haben wir hier? Die 4, die 7 und die 11. Ja, und oh Schreck, es fehlt ein Päckchen. Nein, es liegt noch hier. Und die 14. Ich hatte es nur eben übersehen. So, genau, haben wir alles? Sieht so aus, ne? Ja, super. Alle Farben da. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Auch meine Disney-Prinzessinnen, passend zu meinem Disney-Schloss, das ich ja habe als Diamond Painting. Ja, ihr Lieben, dann, wie gesagt, ne, wünsche ich euch fröhliches Shoppen mit meinem Rabattcode. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei Victoria's Moon, dass ich das Diamond Painting kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe und das ja, mit euch zusammen teilen darf. Und ich freue mich wirklich sehr und ich muss auch echt nochmal sagen, ich finde das Teil hier richtig cool. Ups, das kommt davon, wenn so viel Müll auf dem Tisch liegt. Ja, finde ich richtig cool, bin ich mal sehr gespannt. Also wenn jemand weiß, was man mit dieser feinen Spitze machen kann, dann ja, ne, gerne mal einen Kommentar. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare. Oh, hier liegt ein gelbes Steinchen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mal wieder möchtet, dass ich ein paar Livestreams mache. Ich muss gerade mal gucken, ob das irgendwo ein Loch hat. Ich glaube aber nicht. Ja, ob ich einen Livestream machen soll, Diamond Painting technisch, oder ob ich einfach mal so ein bisschen
quatschen soll in einem Video dazu. Könnt ihr mir ja einfach mal sagen. Ja. Genau, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und tschüssi!